Ja, grüß euch zu einem neuen Video. Wer eins meiner letzten Videos gesehen hat mit dem verrosteten Leatherman, wird wahrscheinlich auch etwas erstaunt gewesen sein, was ich gemacht habe. Ich habe das Leatherman Super Tool zum Support zu Leatherman geschickt. Das war ungefähr jetzt vor 4 Wochen. Und jetzt muss ich der Firma Leatherman mal ein Lob aussprechen. Das kam vor einigen Tagen ein Paket von Leatherman. Das wurde auch vorher per Mail angekündigt. Mit einem Begleitschreiben von Leatherman. Und ich war doch ziemlich positiv überrascht, dass der Support so gut arbeitet. Und ja, was soll ich sagen, mein verrostetes Supertool wurde gegen ein nigelnagelneues Supertool 300 ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Firmen genauso ist. Ich hatte auf dem Schreiben auch bemerkt, dass das halt verrostet ist. War ja auch offensichtlich, hat man auch auf dem Video gesehen, dass die Messerklinge vorne auch abgebrochen war. Dass das allerdings allein mein Verschulden war. Dafür kann das Supertool natürlich überhaupt nichts. Und hatte dann noch angemerkt, dass der rostige Zustand für ein Tool schon ungewöhnlich ist. So. Ja. Also. Ein großes Lob an den Support von Leatherman. Also die haben wirklich, ich hätte jetzt damit nicht gerechnet, dass ich direkt ein neues bekomme. Finde ich wirklich klasse. Und auf dem Begleitschreiben von Leatherman ist noch eine Bemerkung drauf gewesen, handschriftlich. Für die Zukunft, Rost ist kein Garantiefall. Die Pflege deines Tools ist das A und O. Mit freundlichen Grüßen, dein Leatherman-Team. Ich stimme diesem Satz teilweise zu. Natürlich ist die Pflege von so einem Tool das A und O. Habe ich nicht gemacht. Es lag wirklich einige Jahre einfach irgendwo rum. Und der Zustand, gut, ihr könnt ihn wie gesagt im letzten Video sehen, war halt schon erschreckend. Rost ist kein Garantiefall. Wenn ich mir ein Tool kaufe aus Edelstahl, gehe ich davon aus, dass es rostfrei ist. Wie vielleicht viele andere auch. Habe ich es falsch gelagert? Ich weiß es nicht. Materialfehler kann ich mir nicht vorstellen. Ja, es gibt sicherlich verschiedene Edelstahlsorten, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären, warum der Zustand dann so war, wie er war. So, das war jetzt ein kleines Update zum Support von Leatherman. Also wirklich, beide Daumen hoch, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich hätte erwartet, dass sie vielleicht spezielle Reinigungsmaschinen, Geräte haben, dass das Ding wieder entrostet wird, ein bisschen geölt und dass es mir wieder zurückschicken. Wäre auch vollkommen okay gewesen, hätte ich mit leben können. Aber dass ich direkt ein neues bekomme, ja, da war ich schon sehr positiv überrascht. Okay. Also, andersrum, die Pflege von solchen Tools sollte ich jetzt wohl besser machen. Nicht einfach irgendwo rumliegen lassen,
sondern eine gewisse Wartung dem Ganzen ja, zukommen lassen. So, das war schon ein kleines Update zu meinem alten und neuen Leatherman-Tool. Ich werde das, ja, ich weiß nicht, ob ich es vorstellen soll. Der Unterschied zu meinem, es hat austauschbare Schneidbacken. Die Tools, die integriert sind, diverse Feilen, Schraubendreher und so weiter, die meisten kennen es vielleicht, die rasten jetzt ein. Das war, soweit ich weiß, vorher nicht der Fall. Hier hinten ist eine kleine Entriegelung und dann kann man das wieder einklappen. Okay, dann lasst eure Tools nicht so rumliegen, ölt sie ein. Und alles wird gut. Tschüss, bis zum nächsten Video.